Freunde, ihr wisst ganz genau, ich liebe eine Sorte von Packs am meisten. Und zwar die EX-Packs. Ich habe in meiner YouTube-Karriere schon einige von diesen Packs geöffnet. Seien es Displays, Tinboxen, lose Booster oder sogar Promo-Packs. Und wir haben heute hier zwei Sachen, die ich schon einmal hatte. Und zwar sind das Value-Boxen. Diese Boxen sind sealed, wie ihr sehen könnt. Und sind Originalprodukte von der Pokémon Company. Und wir haben hier Packs drin von Holland Phantom, Legend Maker, Unseen Forces. In Unseen Forces haben wir wunderschöne EX-Karten, Goldstars. Ein Legend Maker ist ein Set, was jetzt nicht ganz so krass ist tatsächlich, aber trotzdem natürlich schöne Packs und natürlich auch schöne Artworks drin oder mit sich bringt, weil es halt auch aus der EX-Side ist. Und wir haben Holland Phantom mit drei der wunderschönsten Goldstars überhaupt, mit Pikachu, Gyarados und Mewtwo. Hier sind auch ebenfalls Goldstars mit Regisseur, Regirock und Regice. Und hier haben wir Entereiko Suicune. Also ihr merkt schon, wir können hier heute sehr, sehr wertvolle und geile Karten ziehen. Ebenfalls Reverse Pokémon sind hier drinne und es ist unglaublich. Und wir haben hier Tornupto und Libeldra und die Teile habe ich für einen Preis geschossen von ungefähr 500 bis 600 Euro. Das ist auch der normale Marketpreis tatsächlich von solchen Boxen, wenn man daran kommt. Da wir diese aufmachen und komplett verrückt sind, sinkt der Preis natürlich. Aber wir haben hier ungewogene Booster drinne aus der EX-Zeit, was sau geil ist. Und ich freue mich wirklich darauf. Dementsprechend schauen wir mal, was hier für Packs drin sind. Am Ende sind hier Arceus Booster drin oder sonst was. Das wäre komplett fatal. Ah ne, wir haben hier Unseen Forces, Legend Maker und EX Holon Phantom. Kriege ich die Karte hier noch perfekt raus? Ich möchte die Verpackung eigentlich nicht beschädigen. Ich schau mal. Also man kriegt die Karte raus und selbst das Typhlosion, was hier drin ist, dürfte einige Euros wert sein. Das kann ich euch an der Stelle schon mal sagen. Ich habe so eine Karte tatsächlich. Ich bin ein bisschen nervös. Ihr wisst ganz genau, wenn ich jetzt zwei Teile davon öffne, das sind ungefähr ein Taui ungefähr wieder wert. Es ist unglaublich. Ich werde die Karte rausschneiden. Ich werde hier kein Risiko eingehen und die versuchen irgendwie rauszuziehen. Das mache ich ganz entspannt später. Aber wie ihr gesehen habt, wir haben hier Legend Maker und wir haben sehr geile Artworks bekommen, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben Mew, was ebenfalls als EX-Karte zu ziehen ist in dem Set. Nachtara ebenfalls als EX-Karte hier drin vertreten. Auch in EX-Delta-Species als Holo oder Reverse Holo und wir haben das Gyarados, was in Rot hier drin ist, von Typ Feuer. Meine Girlfriend ist auch ebenfalls am Start. Du hast sagen, mit welchem ich anfangen soll. Das ist ein Mew mit Legend Maker. I mean, das ist auch das Schwächste in Anführungsstrichen. Die Packs sind alle ungefähr 2005 bis 2007 erschienen. Die Zeit der EX-Packs mit den Goldstars hat angefangen mit damals Rocket Returns, wo auch tatsächlich mit die teuersten Goldstars von allen drin sind. Mir ist es egal, ob ich hier was draus ziehe oder nicht. Ich werde einfach die Chance wahrnehmen, etwas drin zu ziehen. Und wenn wir hier drin etwas ziehen, bin ich happy. Und wenn nicht, dann haben wir es probiert, Chat. Dann haben wir es probiert. Ich weiß nicht, wie der Kartentrick ist, aber wir gehen hier einfach durch. Und hier sind Delta-Species-Karten drin. Das heißt, Karten, die ein anderes Typing haben, was fantastisch ist. Und die Karten sind aus meiner Kindheit. Und dementsprechend, ich rede hier wahrscheinlich schon viel, viel zu lang. Es ist für mich was ganz Besonderes. Viele fühlen es wahrscheinlich nicht so krass, aber ich bin hier voll drin. Okay, wir haben Perlu. Wir haben einen Slimer. Der kleine Schleimer hier am Start. Wir haben ein Knackleon. Weirdes Artwork. 150 KP. Wir haben noch kein Delta Species gezogen. Wir haben ein Wumpel. Ich weiß gar nicht, ob Legend Maker oder jetzt Delta Species drin sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, die ganzen EX-Karten sind darauf aufgebaut. Das sieht ein bisschen fake aus, das Wumpel. Das ist ganz süß. Wir haben ein Root Fossil. Und ihr seht schon, hier ist unten das Logo des Sets. Das ist keine Pre-Release-Karte. Das wurde aber damals so gekennzeichnet für die Reverses und es ist eine completely Holo-Karte. Das heißt, selbst dieses Wumpel könnt ihr in Holo ziehen, was super krass ist. Und was haben wir hier hinter? Wir haben schon ein bisschen Silvering hier und es ist tatsächlich eine fucking EX! Das ist eine Ultra Rare. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Das hat sich wirklich schon gelohnt, ey. Das hat sich wirklich schon gelohnt, ey. Flygon EX ist fantastisch. Das ist wirklich gut. Da freue ich mich gerade sehr drüber. Oh mein Gott, das ist ein wunderschönes Tangela dahinter, ey. Boah, guckt euch das an, ey. Also, die EXs sind eine ganz andere Rarity. Wir haben hier überall Foil. Und PSA 10 sind die Teile unbezahlbar, wie ihr vielleicht sehen könnt, wenn wir Preise davon finden. Ich habe sogar einen Stream gemacht, wo ich über die Preise und sowas geredet habe, gerade auch von dieser Karte. Und ich habe gesagt, diese Karte würde ich gerne ziehen aus dem Set, weil die sehr cool aussieht. Die Karte sieht von hinten sehr gut aus. Also, das muss man an der Stelle sagen. Wir haben keine großartigen Beschädigungen. Ich möchte jetzt hier nicht unglaublich drehen oder sonst was. Gibt es Printlines? Ich sehe keine Printline. Das Einzige, was halt natürlich sofort auffällt, ist das Centering. Der Left to Right. Das ist sehr off. Aber ansonsten sieht die Karte sehr gut aus. Also eine gute 9 könnte da drinne sein. Oh, das ist fantastisch. Da bin ich gerade sehr happy drüber. Oh, ich wollte mit einer Holo rausgehen. Da wäre ich zufrieden mit gewesen. Wir haben eine Ultra Rare jetzt schon, ey.
Libeldra mit eines der coolsten Pokémon aus der dritten Generation. Sau stark, ey. Machen wir weiter. Tangela, super cool. Und Anorith haben wir. Also der Kartentrick wäre 2 von hinten nach vorne. Aber ich bin ehrlich, wie gesagt, wir brauchen hier keinen Kartentrick machen oder sowas. Ja, ist unnötig, sage ich mal. Es wird ja die Karten nur bestätigen. Ich bin super rot, da kann das sein? Holy shit, ey. Ich bin richtig hyped. Warum denn einfach nur, ey? Unseen Forces, das nächste. Unseen Forces würde ich mich sehr über eine EX freuen, Lugias hier drin zu ziehen. Und Lugia in Perfect zu ziehen. Ich hab's dir gesagt, ne, ist die schönste Karte aus dem kompletten Set und mit einer der schönsten EXs, die es gibt. Das wäre gigantisch. Aber ebenfalls, wie gesagt, Goldstars. Es gibt wunderschöne Holo-Karten hier drin. Labern wir gar nicht mit heißen Brei. Wir fangen einfach an. Wir haben ja einen Feuerregel. Sehr schön. Und die Karten sind Englisch, by the way, halt. Also, wie gesagt, daher PSA Gradable. Finde ich sehr cool, also von der Illustration her. Bisschen schnabelartig, der Mund. Ja, mein... Hundester läuft durch den Schnee. Also, wir können meinetwegen ebenfalls durch den Schnee laufen. Mir ist gerade alles egal. Wir haben noch ein Flagmon. By the way, falls ihr es sehen solltet, ich habe heute das Shiny Glurak gezogen, deswegen bin ich gerade sehr, sehr geladen und habe mega Bock auf dieses Opening. Sonnenkern. Der Junge freut sich über ein paar Wassertropfen. Oh mein Gott, das ist super krass! Die ist mega stark! Das ist mit die beste Reverse Holo, die du ziehen kannst, ne? Oh, Typhlosion Reverse Ray, Alter, was ist das für ein Opening? Ey, ich bin so glücklich, die Teile geöffnet zu haben bisher. Elekid Rare. Das ist okay. Das ist okay. Also das hier ist ja sozusagen eine Holo schon. Der sieht geil aus, oder? Das ist ein Artwork aus meiner Kindheit tatsächlich. Die hatte ich damals. Boah, hier haben wir sie, ey. Oh, ist das gigantisch, ey. Das ist einer der besten Hits, die man haben kann. Das Artwork ist ja wohl 10 von 10, ey. Mit den Unseen Forces Logo da unten, ey. Boah, die Karte sieht geil aus. Die Karte sieht sau gut aus. Ich sehe hier nichts. Kein Whitening, kein Edge. Da vielleicht ein ganz klein bisschen in der Ecke und in der anderen. Na, vielleicht minimale. Ganz, ganz minimale haben wir hier. Boah, ich bin am Zittern. Boah, ich weiß nicht, ob sie sogar mehr wert ist als das Flygon. Ich glaube nicht. Aber boah, das ist gigantisch. Ich bin jetzt schon happy, ey. Also, meinetwegen kann in den anderen Sachen Trash drin sein. Das ist wirklich fantastisch, ey. Elekid haben wir hier aus Knete. Das ist super gut. Wir haben noch eine Cycling Energy und ein Lanturn haben wir hier noch. Sieht ganz cool aus vom Artwork. Holland Phantom. Wisst ihr, eigentlich dachte ich, ich mache noch nebenbei Ultra Prisma auf, aber ich habe so viel zu den Karten zu erzählen, dass ich es gar nicht machen muss. Es sind halt nur 6 Packs, die wir heute öffnen, aber dafür sind es 6 Hammer-Packs tatsächlich. Und wir haben hier ein Pfiffchen. Pfiffchen ist sehr cool. I like. Ich gebe euch mal einen ganz coolen Zoom weg und ich mache mal hier meine OBS-Aufnahme nochmal auf Gameplay, dass wir das auch haben. Root Fossil again. Der ist ein Doppelprint? Wait. Ach, tatsächlich. Der ist hier in dem und in dem Set. Das ist merkwürdig. Auch ein anderes Set-Logo tatsächlich unten. Pikachu Delta Species. Stell dir vor, wir hätten jetzt das Pikachu hier drin gezogen in Goldstar. Warte, gibt's da ein Goldstar? Das hier ist drin, ist das Pikachu Goldstar zu ziehen. Ich zitter nicht. Die Frau ist am Zittern. Taubsee haben wir hier. Oh, Reverse Energie. Ein sehr cooler Hit. Aber eine dicke, dicke Printline hier oben durch. Das ist schade. Und dahinter... Logok. Die in Reverse Holo wäre fantastisch, das muss man an der Stelle sagen. Die wäre wirklich cool. Aber ist ein Starter der dritten Generation. Das Artwork gefällt mir sehr. I like. Hier sehen wir es halt auch, ne? Delta Species, Seedra und eine Rainbow Energy. Boah, die erste Value Box hatte definitiv Value, muss ich an der Stelle sagen. Vor allem, also wir hatten in jedem Pack, finde ich, irgendwas Geiles. Ja. Wir hatten in jedem Pack irgendwas Krasses. Also selbst diese Energien, wie findest du die? Die sind super geil. Also leider haben die kein Set-Logo da unten stehen. Aber, das war super stark. Machen wir die zweite Box auf. By the way, hier ist Libeldra drauf. Ähnlich zur Libeldra EX. Wir haben hier. Die hätte sich alle schon mega gelohnt. Wir haben Tornopto hier drauf. Arcani und Mewtwo. Ich glaube, wir haben wirklich... Dieses Mal würde ich mit Holo-Fan. Sicher? Ich glaube, ich will wieder mit Legend Maker anfangen. Never change a running system. Das lief gerade zu gut, um damit... aufzuhören. Ich würde am liebsten, nichts gegen dich, Legend Maker, aber ich würde am liebsten meine EX in einem anderen Set ziehen. Oh, es ist sehr gebogen. Es ist sehr gebogen. Das kann was sein. Also Chat, ich will nichts sagen, aber es ist sehr, sehr gebogen. Ich glaube, hier ist eine Foil drin. Komm schon, Alter. Stell dir vor, hier ist das fehlende Goldstar Registeel drin. Ich würde shaken des Todes, ey. Chopé haben wir hier. Ein weiteres Fossil. Sieht aus wie Kabutops, Aerodactyl und... Ammonitas. Wir haben einen Slimer. Weimar. Die Weimarer Republik. Dummiesel haben wir. Ja. Ist ein ganz süßer, ne? Und dahinter. Aerodactyl Holo. Es ist eine Holo-Karte trotz dessen.
Es ist eine Holo-Karte. Die habe ich tatsächlich schon mal in Reverse-Holo gezogen. Kabuto haben wir hier noch und Kecleon, der kleine Keck. Also Double Hit auf jeden Fall hier wieder. Das ist halt das Coole an diesen Packs. Aerodactyl sieht sehr stark aus, ne? Reactive Protection, Power Blow und Speed Stroke. Bin so happy, dass wir überhaupt Hits hier drin haben in diesen Packs. Das ist halt nicht garantiert. Und deswegen, Chat, lasst ein Däumchen da. So ein Opening wird nicht immer kommen. Ich habe noch ein paar EX-Packs, weil ich genau weiß, dass so etwas besonders ist und dass ihr so etwas gerne sehen könnt oder wollt. Ich hoffe, dass ihr sowas gerne sehen wollt, wie ich hier Geld zum Fenster rauswerfe. Ist es wieder? Oh, es ist wieder. Es ist wieder. Komm schon, Alter. Das ist jetzt... Was habe ich geöffnet? Unseen Forces. Puh. Lugia EX. Oder nach Tarazziana wäre ich auch mit happy. Wir haben den ganzen Tag über das Lugia gesprochen, ey. Weil ich genau wusste, dass ich heute was öffne. Oh, das Hutut ist wunderschön, ey. Das Hutut ist fantastisch. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen verschwitzt oder rot bin oder sonst was, ne? Boah, Leute, ich bin hyped. Snubbel. Quapuzzi sagt, no, 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 boy. Stopp mal hier. Pokémon Reversal. Mythidropi und Zubat. Wieder eine Holo. Aber leider nur ein Ursaring. Du musst das so sehen, ne? In einem Display sind 12 Holos drin. Chance ist auf jeden Fall da, eine Holo zu ziehen. Und eine Chance, Gold zu ziehen, ist 1 zu 24. Der sieht ganz süß aus, der kleine Bär. Nicht das Ursaring hier. Nicht das. Wir haben noch einen Farbigel hier, der ist sehr cool. Und eine Citrusbeere. Also ich kann sagen, was ich möchte. Ich liebe diese Packs. Und dass wir so Glück drin haben mit den Holos, ist gigantisch. Okay, Holo Phantom. Das letzte Pack. Sieht fantastisch aus, ne? Also ich werde wahrscheinlich nicht mehr so oft irgendwelche Unweighed Packs von diesen hier öffnen. Ja, ist halt unmöglich. Ist halt unmöglich. Und wir schauen mal rein, was wir hier haben. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Däumchen da, wie gesagt. Ich bin des Todes gehypt. Super glücklich über die Ausbeute bisher. Wir haben ein Delta Species Helix. Das Almighty Helix. Gehweier. Wir haben ein Schmerbe. Pikachu Delta Species. Let's go. Guter Hit. Ein Clown-Fossil. Wieder eine Feuerenergie. Und jetzt Mewtwo Goldstar. Leider nur ein Zango. I mean, es spoilert halt hart, ne, dass die Karten gebogen sind. Kamerupt haben wir noch im Maskeregen. Aber ich würde sagen, wir können uns überhaupt nicht beschweren. Wir hatten wie viele Pulls? Wir hatten 2 Holos. Einer der besten Reverse-Holos und eine EX. Also das ist fantastisch. I mean, wir hätten auch, klar hätten wir noch geilere EXs und Goldstars ziehen können, aber hey, ich bin absolut zufrieden. Ich hoffe, ihr seid mit dem Video ebenfalls zufrieden. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Ich muss jetzt eben ganz kurz mal durchatmen. Wir sehen uns. Ciao, ciao, guys.